Ein herzliches Willkommen zurück zu Minecraft Hexit. Ich ward ja das letzte Mal ein bisschen unterbrochen von mir selbst, hier die neuen Items, die wir uns gemacht haben, auszuprobieren, beziehungsweise auch gleichzeitig ein bisschen von einem Creeper, der hier sein Unwesen getrieben hat. Deswegen habe ich mich jetzt schnell gewieft hier lang begeben. Boah, der hat mich jetzt erschreckt. Beziehungsweise ich habe mich selber auch ein bisschen erschreckt. Ich bin auch ein besonderer Schlauvogel, muss ich zusätzlich anmerken. Ich habe ja gesagt, Leder, gut, dass wir Leder gefunden haben, weil wir uns ja kein Dingens machen können. Ne? Also hier, passt mal auf, hier. Wir können uns Leder aus Rotten Flesh machen. Tatsache, das ist ungewohnt, aber eine innovative Sache für die, die keine Tiere töten. Das ist wirklich gut gemacht. Das heißt, wir können das weiterhin sehr gut verwenden und das mache ich natürlich auch gerne und freue mich da auch drüber, weil da bin ich auch per Zufall nur drauf gekommen. Da was für Multicore hier wieder. Die Multicore-Geister sind wieder unterwegs, habe ich das Gefühl. Das Problem ist ja nämlich, wie gesagt, für Schilde und so oder Backpacks braucht man ein bisschen Leder. Und dieses Leder hatte ich dann halt nie. Und dann habe ich so auf der Wiki-Seite geguckt und fand auf einmal, hey, hier gibt es ja Tatsache solche tollen, coolen Schnaften. Schnafte dieses Wort, ne? Sachen, mit denen man das machen kann. Also habe ich das gleich genommen. Und jetzt kann ich euch ja auch mal zeigen, wir haben genug Emerald Pieces, nee, Shards, um daraus ein Emerald Piece zu machen. Toll, ne? Piece, Bruder. Und das mit den Bones. Kann man sich daraus eigentlich, was kann man sich für Bögen machen? Bögen. White Guard, Exit, Full Guard, Full Guard. Ich möchte mal hier, bitteschön, Previous. Pfeile können wir uns auch noch selber machen. Bowstring Pattern Material Cost 3. Oh, ja, stimmt. Braucht halt ein bisschen. Na gut, dann haben wir noch normales Holz irgendwo. Normales Holz. Nein, Eukalyptus. Gut, dann halt nicht. Dann nehme ich einfach mal das. Da hatte ich zu viel genommen. Wir können übrigens das hier einfach mal nehmen und das zu dem machen. Da können wir dann ein bisschen mehr drin lesen. Da sehen wir dann was zu den ganzen Sachen. Ich will euch aber einfach mal nicht zu sehr spoilern, sondern erzähle euch nicht, ja, das ist schön, dass die neueste Version von Firefox verfügbar ist, sondern erzähle euch dann einfach mal was dazu. Ich mache mir hier mal 4 neue Pattern und einen verzauberten Bogen haben wir mit Power 2. Könnten wir den reparieren? Ich bin mir unsicher. So, Arrowhead, Flint and Pattern, Bowstring, Hammer, Large Blade, Shovel, Skite, Broad Axe, Large Blade, Tough Binding, Tool Rod Pattern. Ich kann auch einfach hier drauf gucken, was man für einen Bogen braucht. Das ist... Also man braucht 2 Rods und ein hiervon. Okay, 2 Rods. Dann könnte ich mir rein theoretisch mal einen Knochenbogen machen. Wie viel Damage macht Knochen? 0,5 Herzen. Eisen macht 1 Herz. Dann könnte ich mir ja rein theoretisch mal, ich mache mir mal ein bisschen Steel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist ja, das kann ja auch nicht schaden, so ein bisschen Steel bei sich zu haben. 13 Leder haben wir jetzt auch wieder. Wir können uns auch ein Knochenschild und so machen. Brauche ich jetzt aber erstmal nicht, weil wir ja unser Giant Sword haben. Ja, und dann, man könnte jetzt rein theoretisch eigentlich auch schon gleich, wenn man schon mal dabei ist, ich kann euch das ja einfach mal zeigen. Wir finden ja sicher noch genug Mossstones. Man kann sich hier daraus einen Moosball machen. Und dann kann man bei dem folgenden Ding hier, nee, falsches Ding, hier kann man ganz einfach den Moosball da reintun und die Spitzhacke nehmen und schwupps hat man eine Auto-Repair-Spitzhacke. Das ist ganz nett. Nutze ich auch gelegentlich. Wird es dunkel wieder? Ich habe das Gefühl, es wird dunkel. Ich habe immer das Gefühl, es ist dunkel. Es wird dunkel hier. Ich weiß nicht warum und dann hätte ich mir eigentlich auch lieber gleich eine Steel-Spitzhacke machen können.
Aber irgendwie kann man. Hallo? Warum? Ach ja, man braucht eine Schmelzhütte. Genau, man kann nämlich aus Stahl nicht gleich die Sachen hier machen. Das geht nicht. Das ist das Problem. Man braucht dafür wirklich eine Schmelzhütte. Gut, wieder was dazugelernt. Das ist jetzt soweit auch ganz okay. Dann nehme ich mal meinen Flint wieder raus. Gravel haben wir jetzt erstmal genug. Das heißt, ich brauche noch Dirt und ich brauche noch Dingens um die Seared, genau, Seared Brick. Die macht man nämlich aus. Grout und Grout macht man mit Sand und Clay. Sehr gut. So könnte ich mir dann sogar noch mehr Grout machen. Gut, ich muss mir das Rezept merken und daraus können wir dann ein bisschen was machen. Das kommt jetzt wieder weg. Und ich lege mich schlafen, es ist jetzt dunkel. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Ach ja. Und dann warten wir auf den nächsten Morgen. Das hier ist dann auch alles, alles durch. Kann man daraus eigentlich jetzt hier direkt was irgendwie machen? Ein Block of Steel. Und ja, ach so, ich habe jetzt auf Recipe gedrückt. Ich muss natürlich auf U drücken. Advanced Frame. Block of Steel. Advanced Glass Wall. Advanced Blast Wall. Das ist ja alles wunderbar. Genau, Ingot Cast kann man hier machen. Ansonsten kann man nicht viel damit machen. Gut, das hat sich ja jetzt sehr gelohnt, das gleich zu Beginn hier zu machen. Ich brauche. Ach ja, der Meißel des Meisters. Da habe ich mir auch wahrscheinlich nicht viel beigedacht, als ich das genommen habe. Ich muss hier dann mal eben. Das kommt weg. Die Eisenspitzhacke verbrauchen wir ja sicher gleich. Der Backpack kommt mal eben weg. Das Spider-Ei brauche ich nicht unbedingt. Das kommt jetzt aber einfach mal in die Kiste. Die Knochen und so auch. Die kommen auch alle rein. Die Strings, da muss ich Platz sparen und mache das so. Und hier, das habe ich übrigens übersehen. Da kann ich ja, das habe ich mir gesehen, als ich die Folge hier angeguckt habe. Mit den Knochen kann ich keinen Platz sparen, weil ich sonst nicht mehr habe. Sehr gut. Okay, dann hätte ich soweit alles erledigt und dann könnte ich eigentlich rausgehen. Ich wollte nämlich, zumal eben, falls das jemandem aufgefallen ist. Da hinten. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Nicht im Ansatz habe ich gesehen, dass da ein Diamant in der Wand steckt. Hat er nicht Mining Level Iron? Iron, meine ich. Das wundert mich jetzt. Also wahrscheinlich habe ich wieder einfach nicht richtig aufgepasst und habe irgendwie was Essentielles überlesen. Das kann natürlich sein. Gut, dann bitte sehr einmal hier nachschauen. Ah nee, das kann ich hier nachschauen. Mining Level Iron. Tatsache. Aber. Aber ich kann kein Diamant damit abbauen. Wie schnell ist denn Iron? 6. Das dürfte ja eigentlich keinen großen Unterschied machen. Ach so, ah, verdammt, ach, das ist gar nicht. Ah, ach, ich dachte. Ach Mensch, ich dachte, das wäre, wie stark das abbauen kann. Also, ob das wie eine Eisenspitzhacke abbauen kann. Dabei kann es nur bis Eisen abbauen. Das ist jetzt natürlich nicht so toll. Das habe ich mir anders vorgestellt. Na, spitze. So viel dann dazu, zu meiner tollen Überlegungskraft. Ich versuche. Boah. Ach du meine Güte, hat mich das jetzt erschreckt. Ich versuche mir mal ein bisschen von dem lieben Clay zu besorgen. Nicht wahr, mein lieber Herr Bär? Damit wir uns möglichst schnell das Grout machen können und daraus uns eine tolle. Hier haben wir ganz viel Gravel, aber kein Clay. Und ich hätte mir eine Tür machen sollen. Gut, ich mache mir jetzt eine Workbench und dann mache ich mir daraus eine Tür. Also damit eine Tür. Die Workbench kommt hier ganz unauffällig rein und dann zack. Und dann haben wir hier eine Tür, ganz einfach, damit wir da unter Wasser was hinbauen können. Das ist Dirt, ganz normal. Blub, blub. Gravel, hier ist aber viel Gravel. Der führt ja richtig da rein, der Weg. Oh, da vorne sind Tintensäcke. Können wir uns eventuell ein Buch schreiben, falls man mal Lust dazu hat. Ich glaube eher weniger. Ist das Sand? Nein, ist es nicht. Sehr gut. So.
Komm zu mir, meine Lehmkügelchen. Ist hier noch irgendwo Lehm? Ich sehe bis jetzt nichts soweit. Da vorne ist aber... Nee, das ist... Doch, das ist Lehm. Sehr gut. Tür in die Hand. Und dann hier alles schön rausreißen mit unserer Schaufel. Das sieht auch fast so aus wie Sand, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Textur unter Wasser zu erkennen ist nicht das Beste oder das Einfachste. Aber Hauptsache, wir haben erstmal viel Clay, um uns daraus Grout zu machen. Und dann wissen wir ja, wo wir eine Lavaquelle finden. Ich hole mal eben Luft. Das war Sand, schade. Okay, haben wir doch schon mal gleich ein bisschen was. Da können wir uns doch auch gleich ein bisschen was draus machen. Da vorne ist die Dimensionstür und ich weiß gar nicht, warum ich das Portable Dimension genannt habe. Ich hatte das irgendwie im Hinterkopf, aber das heißt gar nicht so. Die sind auch nicht sonderlich portabel. Ich habe mich da jetzt mal ein kleines bisschen eingelesen. Nicht viel, aber ein kleines bisschen. Die Texturenflecken. Okay, einen Moment. Ich muss mal wieder auf Video Settings. Smooth. So. Das geht wohl nicht anders. Ist jetzt auch nicht so das Problem. Außer halt, wenn man in neue Chunks kommt, dann dauert das schon mal ein wenig. Ist hier denn noch irgendwo Clay? Ich brauche schließlich welchen. Nein, hier ist Dirt. Dirt. Da war Clay, aber es war nicht sonderlich viel. Ich werde schon wählerisch, das gibt's ja nicht. Hilfe. Ich brauche natürlich ein bisschen mehr Dirt, Clay, als nur so ein paar Bröckchen. Sondern am besten relativ viel, weil man braucht auch relativ viele Seared Bricks, damit man auch genug seine Schmiede bauen kann, beziehungsweise seine Schmelze, seine Schmelzhütte. Da vorne ist noch Aluminium. Das könnte ich auch mitnehmen. Hier scheint auch nichts zu sein, das gibt's doch nicht. Da vorne aber. Das ist doch schön. Das nehme ich gerne an mich. Ich frage mich, ob man mit einer Glücksschaufel mehr aus Clay rausbekommt. Das würde ich ganz gerne mal wissen. Das ist Stein. Da werden wir wohl nicht so viel mit einer Schaufel rausbekommen. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal zurück. Ich kann ja sicherlich einfach den Weg hier an der Seite nehmen. Und ich frage mich ehrlich, was hier einige Sachen machen. Das finde ich sehr suspekt. Und ich dachte wirklich, dieser Mining-Level wäre mit Eisen gleichzusetzen. Ich dachte, das könnte man so lesen. Aber nein, das kann man natürlich gar nicht so lesen. Schade. Wieder was falsch gedacht. Ach ja. So, sehr gut. Wieder zu Hause angelangt und dann ein bisschen mal eben die reifen Karotten ernten. Die wollen ja sicher mal geerntet werden, die lieben Karotten. Und keine Ahnung, ob sie es wollen. Ich weiß nicht. Ich ernte sie jetzt einfach. Muhahaha. Und dann geht's weiter zurück in unser Haus. Und in unserem Haus werde ich uns jetzt ein bisschen Grout machen. Nehme ich erstmal die Workbench. Zack, zack. So. 16. Tap. 32. Und 48. Und 50. Sehr gut. Gravel ganz viel und Sand ganz viel. Mehr Sand habe ich nicht. Okay. Usage, please. Clay. Mit dem Tome of Alkahest. Ja, ich brauche relativ viel Sand und gar nicht mal so viel Clay. Das war ja natürlich typisch. Was ist eigentlich, kann man dann, wenn man sich ein Project Table macht,
Also Crafting Station, kann man das dann da drin lassen? Das würde ich ganz gern mal.